medium format camera with some awesome prime lens? I hate you, Victoria. I hate you. I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Okay. Dass heute so viele Zuschauer da sind. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Let's play a little photo Tetris and leave Victoria a message. Let's move this here and this one there. Mhm. A pattern is emerging. Okay, machen wir mal ein Foto von. Das hat also auf jeden Fall Konsequenzen. Prost. So. Wir haben was im Journal, da haben wir das Foto drin. Ja, wunderbar, ist ja unglaublich. Ach, wir hätten das Eichhörnchen, oder kommt das noch? Ich hoffe, das kommt noch mit dem Eichhörnchen aufnehmen. So. Das haben wir gesehen, das haben wir auch gesehen. Laptop hatten wir reingeguckt, ne? Genau. Nicht, dass ich jetzt irgendwas vergesse oder so. Ihr müsst mir da helfen, falls ich da irgendwas übersehe oder so. Ne? So, da hatten wir auch drauf geguckt. Das hatten wir auch gesehen. Ich würde sagen, wir gehen mal raus. Haben Victoria jetzt eine Nachricht hinterlassen. Eine ganz schöne, wie ich finde. So, Max Room. Poster. Können wir denn jetzt noch zu Victoria? Ich weiß es gar nicht. Schauen wir mal. Nein, können wir nicht. No reason to go now. Okay. Was, am PC nach rechts blättern hast du übersehen? Ah, okay. Lalalala. Dann gehen wir nochmal, Victoria. Habe ich das echt übersehen? Ist das echt... Okay, ich entschuldige mich dafür. Dann habe ich das wahrscheinlich im Eifer des Gefechts... Printe E-Mail? Machen wir mal. Und dann schauen wir, bevor wir das jetzt nehmen, schauen wir nochmal auf dem Laptop nochmal kurz nach. Nein. Nein, die E-Mail haben wir. Stimmt, die E-Mail aus. Ja, die E-Mail-Ausdruckung. Die E-Mail haben wir schon gelesen. Wir wollten die nur. Huch, hallo? Take. Wollten die nur ausdrucken. So, jetzt müssen wir natürlich nach Dana. Hallo Roxton, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute mit Life is Strange. Auf Englisch leider nur. So. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Okay. Also der Flash Drive liegt auf dem Schreibtisch. So, dann schauen wir mal. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Okay. That looks like a home pregnancy test. Da ist der Flash Drive, ne? Ja. Oder? Ah, nee. Well, Max, that's mine. Oh. Thank you. Oh, Entschuldigung. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. Oh, nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. Shit. But I could rewind and make it up to her. Das wollte ich gar nicht wissen. Okay, sie ist also schwanger. Das haben wir jetzt gerade rausgefunden. Wir haben nämlich da den Schwangerschaftstest gefunden. Den, ja, habe ich mal zurückgespult.
weil das hat ja Konsequenzen genommen, dass wir das getan haben. Ich habe es aber trotzdem nochmal zurückgespult, um dann halt, manchmal bin ich am überlegen, ob ich echt vielleicht doch das Ganze so belasse, weil immer wieder zurückspulen, immer wieder zurückspulen, das ist immer so eine Sache, man dann wirklich die Zukunft ändert. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. Okay. So, dann müssen wir zurück zu Warren. La 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 la. Okay, Warren hat geschrieben. Ja, wir sind auf dem Weg. Er ist auf dem Parkplatz zu finden. Und da bewegen wir uns direkt hin, schleunig, schnurstracks, und geben Warren dann den Flash Drive. Also wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr geil, nur leider halt... Wow! Shit. Alyssa, move your head. If you insist, Matt. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Matt, that was awesome. Thank you. That was close. Jock assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? You're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Auf Deutsch bestimmt interessant. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich versuche es natürlich so gut es geht, so ein bisschen. Get lost, hipster. I'm not doing any interviews. Ja, ja, ja. Eingebildetes Arschloch. So. Musste mal gesagt werden. I always get a little giddy when I think about having my own room here. Aber ich finde es trotzdem ein sehr, sehr geiles Game. Also, ich hoffe, bitte, liebe Entwickler, Square Enix, macht bitte eine deutsche Übersetzung davon, bitte. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Weggehen oder Foto machen? Foto machen, komm, Foto machen, komm. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Prost zusammen. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Da ist jetzt auch wieder die Frage, soll man zurückspulen, es vielleicht doch nochmal anders angehen? Aber ich habe ja gesagt, ich möchte auch mal ein bisschen vielleicht mal nicht zurückspulen, es einfach mal so belassen, weil, wie gesagt, immer die Zukunft ändern, das kann doch nicht gut gehen. Das kann irgendwie, ich weiß nicht, das kann nicht gut gehen, das Ganze. Deswegen, ich belasse das einfach mal so, die Entscheidung. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, ne? Ach ja, so ist das Leben. Da hinten steht, glaube ich, schon Warren am Auto, wenn ich das richtig sehe. Man, I should have done something. That guy was an asshole. Da ist Juliet am Sitzen. How could Zach and Victoria do that to me? Hi, Juliet. How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or anyway. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. Badass Football Hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha ha. I think Warren wants your attention. He usually does.
Hang in there, Juliet. See you around, Max. Okay, mach's gut, Juliet. Was steht da, Tread? Was? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Tread? Was steht da, Tread? Ich kann's gar nicht lesen. Okay. Was haben wir denn hier noch, bevor ich jetzt da zu Warren gehe? I better go there soon to see if Joyce is still there. And get a burger. Cass, was? Cass gleich Dev? Okay. Was steht heute noch im Plan? Alien Isolation auf jeden Fall. Ganz, ganz weit oben. The whole town is turning into one giant missing persons poster. Da haben wir das vermissten Poster von Rachel Amber. Und hier ist ein ganzer Karton voll. Und irgendwie hier das Auto. Könnte sein, dass das jemand ist, der ja, sie kennt. Now this really pisses me off. So entitled. Sorry, handicapped folks. My truck needs these two spots more than you do. Bastard. Was? Restart stand da? Restart? Was? Restart? Missing Person Poster. Hier sind überall diese vermissten Poster von Rachel Amber. Ja, ich könnte wahrscheinlich, lieber HSV-Fan, ich könnte da wahrscheinlich dann die ganze, das ganze Gespräch wahrscheinlich nochmal neu führen mit Juliet, aber ich lasse das einfach mal, weil wie gesagt, ich möchte nicht zu viel. Jetzt haben wir am Anfang schon sehr, sehr viel vom Anfang des Spiels schon sehr viel zurückgespult. Ich möchte nicht von Anfang an nur zurückspulen. Das kann, also wer, wie gesagt, den Film Butterfly Effect kennt, that weiß, dass das... Asleep, but if I get too close, oh, ist ja süß. Ist ja süß. Auf jeden Fall, das hat nicht gute Konsequenzen, das ist einfach, ich, wie gesagt, wer den Film kennt, der weiß, was ich meine. Hi, Warren, alles klar? Moment, erstmal guck erstmal sein Auto an. Look at Warren in his Wayback Machine. He's a brave man. Ja, er ist ein braver Junge. And there's Warren. Did he actually buy a used car? What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Okay. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. Man, I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook. Major bitch move. No worries, Warren. I took a sweet shot of Victoria I can't wait to share. Oh, score one for Team Max. It would be so karmic to see her ass clown face all over the interwebs. I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, etc., etc. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw? Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So, did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy love sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch, that sounds awful the way you say it. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Meyer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted.
I don't want to speak about it. This is kind of a crazy day for me. I mean, I literally think I'm going crazy. I may be a pest, but I'm a good listener. For reals, Warren, this is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you saw, now. Answer me, bitch. Boah, was sollen wir ihnen denn antworten? Jetzt mal ganz ehrlich, sollen wir ihnen die Wahrheit sagen? Sollen wir sagen, ja, Oder sollen wir ihn einfach, sollen wir ihm sagen, wir haben nichts gesehen? Sollen wir ihm sagen, wovon redest du überhaupt, du Blödmann? Jetzt seid ihr wieder gefragt. Ja, ist doch gut, answer me, bitch. Wofür sollen wir uns entscheiden? Sollen wir sagen, nothing? Oder sollen wir sagen, lieber also nichts? Oder sagen, what are you talking about? Answer me, bitch. Also ich würde sagen, ich habe nichts gesehen. Warum ist er so sauer auf uns? Okay, nichts gesehen. Ihr könnt gerne alles schreiben, wie gesagt, wie gesagt, ihr dürft ja auch mitentscheiden hier in der Let's Play Live Show. Es dauert natürlich jetzt ein bisschen wegen der Verzögerung, ich warte natürlich drauf. Gott sei Dank gibt es natürlich auch so Fragen und Antworten, wo man dann halt ein bisschen mehr Zeit hat. Das ist super. Ich gucke immer nach da hin, obwohl ich gucke immer so nach da, aber ich habe ja hier auch auf dem Bildschirm, wo ich auch spiele, auch den Chat drauf, deswegen ich, komm, ich will jetzt, nichts gesehen, talking about. Anything to say, huh? Talking about, nichts gesehen. Okay, Englisch sprechen, Answer me, okay. What for answer we choose now? Please help me. Nothing or what are you talking about? Please help me. It's your choice now. Answer me, bitch. Yes. It's your choice now. Anything what to we say, doing? Huh? Nothing or what are you talking about? Please. Answer me, bitch. How are you playing this? In the store, but in the German store it's out now. So we're gonna say, huh? Erstmal ein Bier. In your store, I think nothing. Nothing is a good choice. Answer okay. Me, bitch. Great. Nothing. Nothing but a butterfly. You're full of shit. I'd respect you more if you told me the truth. I don't need your respect. You're clueless. You have no idea who I am or what I can do. Actually, I have a pretty good idea of who you are. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Coffey. Take a step back. I could call the police. Take a step back or I could call the police. Your choice. Nee, ich habe keine Party. About blank. Nee, weil ich gerade total ins Spiel fasziniert bin. So, ihr dürft wieder wählen. It's your choice now. Take a step back or I could call the police. What's your choice? And hello and welcome to the Let's Play Live Show. Very big thanks for all viewers. Please take a step back, police. Okay. Kannst du auch Film nehmen? Okay. Kreisviereck. Nehmen wir den. Okay. We choice. Take a step back. Take a step back, Nathan Prescott. Oh man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Whoa! Hey, leave him alone! No! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore right in the bathroom! Max? Chloe? Huh? No way. You again. Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses out of there now! Don't even try to run! Nobody! Messes with you. Nobody! Whoa. Shit.
Nathan Prescott is messed up and dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After 5 years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? I have no idea. I know he's a Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one. I thought it would be quiet here. Feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely, out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. Oh, not so sure. Please, girl. 100 viewers. You came back for very big thanks. Very big thanks from Germany. Very big thanks. Only for Mark Jefferson. Dankeschön für alle, die da sind. Dankeschön. I've always loved his work. Those that can't do, teach. I'm glad you find a good reason to come back. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait 5 years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. Ist ja geil. Maiden Heart. Ist ja geil. Feiern Lost. Broken. Man, are you serial? Wow, haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My stepdad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Come on in, don't be shy. The house still looks nice. Home, shit, home. Chibikino, Chibikino? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Erstmal herzlich willkommen zur Let's Play Live Show. Was für ein Spiel ist es? Was für ein Genre? Es ist ein Adventure, aber ein sehr geiles Adventure. Leider nur auf Englisch. Hi, Vladibus. Leider nur auf Englisch. Looks a bit different than the last time you saw it. It's cool. At least we can chill out. This isn't exactly my chill-out zone. My step-führer makes sure of that. Come in and close the door. Put on some music while I medicate. Okay. Ja, man kann halt, Entscheidungen trifft man halt und das Ganze ist auf Episodenbasis ein bisschen aufgebaut. Und, It won't play without any power. Okay. Und, jede Entscheidung, die du halt triffst, hat Konsequenzen. Du kannst auch die Zeit zurückspulen, so ein bisschen wie der Film Butterfly Effect, a little bit. She looks super happy. Home shit home. Yeah, she looks happy. She looks not happy. Ooh. Okay. Okay. Prost alle zusammen. Prost. Hey cool, wir haben eine CD gefunden. Aber wir brauchen noch Strom für die Stereoanlage. We need some energy. Yes. For the... Oh. Okay.
Okay. Hey, give me that. Sorry, I wasn't trying to be nosy. Obviously, she was a good friend. It's putting it mildly. Ja, leider nur auf Englisch. Leider. Ich wünsche mir noch deutsche Texte. Ich hoffe, die machen es noch. She was my angel. After my dad died and you moved, I felt abandoned. Oh. Rachel saved my life. Man, I had no idea. Well, you never made much effort to find out. I was 14. We were best friends. I never forgot. Even if I was an asshole and didn't keep in touch. Nee, noch gar nicht, war Vladi. Rachel had my back. Würde ich aber auch gerne. We were gonna kick the world's ass. You would laugh at how different we were. She wanted to be a star. She looks like a model. That was her plan. Our plan. Get the hell out of Bigfootville and into Los Angeles. So what happened? Did your folks... Your mom tried to stop you? My mom was too busy hooked up with Sergeant Shithead. I feel the love. Now, when did Rachel actually disappear? 6 months ago. She just left Arcadia. Without a word. Without me. What about her parents? Are they looking for her? They're in denial. Max, I know she's missing. I assume you know more than that. Before Rachel left, she said she met somebody who changed her life. Then poof. And you haven't heard anything from her since? Like everybody in my life. My dad, you, and Rachel. Gone. Can you put on some music now? Okay. Oh Mann, ja, ein ganz schön beschissenes Leben hinter sich. Wenn ich das mal so sagen darf. Meine Güte, Halleluja. Puh. It won't play without any power. Achso, wir müssen ein bisschen Strom einschalten. Mal gucken, dass wir hier mal Switch on. Hey, was? Hole? Was stand da? Hole? So, what now? The Julie? Was stand da gerade mit dem Loch, da? Hole to another universe. That's great. Hole to another universe. Yeah. Machen wir ein bisschen Musik. An. Let's play some music. Hi Niki, schönen guten Abend, willkommen zur Let's Play Live Show, schön, dass du eingeschaltet hast. Willkommen zur ersten Episode Life is Strange. Anyway, you can find tools to fix your camera in the garage. Chloe, are you okay? Sure, I'm awesome. I just want to blaze and be alone for a moment. Okay, wir sollen sie ein bisschen alleine lassen. Sie denkt ein bisschen nach. Und wir können uns ein bisschen umsehen. Chloe's dad built this dresser. Ich traue mich da jetzt nicht so richtig reinzugucken. Nachher hat das auch wieder Auswirkungen. Chloe was always taller than me.